Wie du siehst, befinde ich mich heute nicht im Golfclub Linz, sondern in Gmunden. Ich habe hier im Hintergrund das Schloss Ort. Gmunden ist ja die Heimatstadt von mir eigentlich. Hier wurde ich geboren, hier wohne ich. Und das hier ist der Badeplatz oder der Park, mit dem ich sehr gerne mit meiner Familie und mit meinen Kindern hingehe, wenn ich mal ja, nicht arbeite. Und ich habe mir gedacht, das ist der perfekte Backdrop heute für dieses Video, für das letzte Video des Jahres 2020. Als erstes mal möchte ich mich bei allen bedanken, die meinen Kanal abonniert haben und alle meine Videos angeschaut haben. Nicht alle Videos, aber zumindest ein paar Videos angeschaut haben. Das hat sich wirklich gezeigt. Ich möchte ein paar so Zahlen vorlesen, wo ich selber sehr beeindruckt war. Und zwar, ich hatte heuer 800.000 Views. Also das ist schon eine unglaubliche Zahl, finde ich, von Zugriffen auf meine Videos. Ich habe jetzt im Moment ca. 10.300 Abonnenten mit heutigen Tag. Das ist ungefähr um fast 6.500 mehr als vor einem Jahr. Also ich habe mich mehr als verdoppelt. Vielen herzlichen Dank für alle, die mir dabei geholfen haben. Ich habe heuer 56 Videos veröffentlicht. Das ist also mehr als ein Video im Schnitt pro Woche. Und ich hatte unglaubliche 4,8 Millionen Watch Minutes. Das heißt Minuten, die Videos gesehen wurden auf meinem Kanal, waren 4,8 Millionen. Das heißt, 81.000 Stunden wurde mein Kanal heuer angesehen. Also eine unglaubliche Zahl und bin sehr, sehr stolz darauf und bedanke mich wirklich bei allen, die das möglich gemacht haben. Auch bei meinem Online-Team und auch bei meiner lieben Frau, meiner Familie, die auch sehr, sehr viel leiden mussten, weil ich sehr, sehr viel vor dem Computer stand, beim Videoschneiden, beim Recherchieren und vieles mehr und da ist wirklich sehr, sehr viel Zeit drauf gegangen und ich bin sehr, sehr dankbar für alle, die mich hier unterstützt haben. Ich habe mal so grob zusammengerechnet übrigens, ich habe jetzt ca. 30 Stunden Content auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt, du kannst, wenn du nichts Besseres vorhast, theoretisch 1,5 Tage lang ohne Pause meine Videos ansehen. Kann nichts Schöneres geben, oder? Ja, Spaß beiseite. Also das ist etwas, wo ich wirklich sehr stolz bin, dass ich so viele Stunden Videomaterial produziert habe und habe mir natürlich dann für heuer noch einiges vorgenommen, aber dazu komme ich dann später. Ich möchte dann jetzt noch über 4 Videos sprechen, die ja, sehr gut angekommen sind bei euch und die auch sehr viel bewegt haben, wo ich da sehr viele Nachrichten bekommen habe. Und das eine Video war sicherlich das erfolgreichste Video von mir, die parametrische Acceleration. Das hat jetzt die Tage 50.000 Views erreicht. Da haben viele, viele Golfkollegen von mir, Profikollegen von mir, mir Kurznachrichten geschrieben und gesagt, ich habe das jetzt auch an meine Spieler weitergeleitet oder an Schüler von mir weitergeleitet, weil das so ein interessantes Konzept ist, das jeder verstehen sollte. Also das ist ein mega Konzept, die parametrische Acceleration, dass man die zumindest versteht, worum es geht, wie man Geschwindigkeit erzeugt im Schwung, wie man Konstanz bekommt, wie man die Handgelenke strukturiert im Golfschwung und. Also ganz ein tolles Video, sollte man sich unbedingt mal ansehen. Das nächste Video mit ca. 30.000 Views war ein Video mit dem Titel "So schlägt auch der schlechteste Golfer Super Drives". In diesem Video erkläre ich viele Basics vom Driven, die ja einem sehr, sehr gut tun, wenn man Probleme hat mit diesem Gerät. Und übrigens, ich habe eine Playliste, die heißt Best of Bausek 2020. Die werde ich einerseits hier unten verlinken und habe dann auch die auch im Endscreen später, wo du all diese Videos, von denen ich jetzt spreche, noch einmal dann hintereinander ansehen kannst. Da gibt es dann noch ein Video, wo ich sehr, sehr viel positive Rückmeldung bekommen habe und das war das Video zum Mysterium Durchschwung. Also da erkläre ich auf eine witzige Art und Weise, wie es dazu kommt, dass man quasi sich einen schlechten Golfschwung vom Beginn an einhandelt, bereits in der ersten Stunde. Ich denke, das habe ich ganz gut getroffen und wäre auch ein Video, das du vielleicht anschauen solltest. Das Mysterium Durchschwung findest du auch in der Playliste. Und dann war auch noch das Video von Bryson von seiner Transformation über seinen Golfschwung. Da habe ich ein Video gemacht, das kam auch sehr, sehr gut an. Und das habe ich auch natürlich verlinkt. Es kann immer wieder passieren, wenn man ein YouTube-Video veröffentlicht, das kennt jeder YouTube-Creator, dass ein Video, das man selber sehr, sehr gut findet, ja, jetzt nicht unter Anführungszeichen viral wird, das heißt, jetzt nicht die Klickzahlen bekommt, die es vielleicht, ja, klingt jetzt blöd, verdient hätte, aber da gibt es wirklich ein Video, wo ich mir denke, das hätten mehr Leute sehen sollen, das hätte vielen Leuten geholfen, wenn sie das gesehen haben. Das ist ein bisschen, ja, vom Algorithmus von YouTube nicht ganz so gepusht worden und dieses Video
beinhaltet meine absoluten Geheimtipps zum Thema Treiber. Und das habe ich auch noch in dieser Playlist der Best of Bausig 2020 noch für dich verlinkt. Das solltest du dir auch unbedingt ansehen. Sehr empfehlenswert. Dann der Drill des Jahres. Die Übung des Jahres war eindeutig der Mic Drop Drill. Das ist auch ein Video, das ich gemacht habe, wo ich mit einer übertriebenen Handgelenksposition kreiere in einer Übung, mit der man ja quasi fast erzwingt, knackige, gute Schläge zu machen. Diese Übung ist deswegen so gut, weil sie eine massive Übertreibung ist von dem Gegenteil, was mich Golfer machen, nämlich die meisten Golfer löffeln brutal, und das ist der absolute Gegenteil Teilsübung. Und da habe ich auch sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, und auch viele Golflehrerkollegen haben gesagt, diese Übung haben sie Schülern gegeben und es ist eine neue Liga für viele gewesen. Also danke auch an alle, die meine Videos teilen. Das hilft übrigens meinem Kanal auch sehr gut zu wachsen. Je mehr geteilt wird, desto bekannter werden die Videos, und ich bedanke mich recht herzlich, wenn das gemacht wird. Ja, und jetzt möchte ich noch einen kleinen Ausblick machen auf 2021. Ich habe ja bereits jetzt im November meinen ersten Online-Kurs veröffentlicht, die Bausig Golf Essentials. Das ist ein ca. 3 bis 3,5 Stunden Kurs, wo es um die wichtigsten Sachen des Golfschwungs geht und auch ein bisschen übers Chippen und übers Putten, und ein bisschen Fitness ist dabei, also so ein bisschen ein Allrounder, kann man sagen, mit tollen Übungen, die man wirklich jederzeit machen kann, die einem nicht schaden, wo ich gut erkläre, worum es im Golfschwung geht, vor allem die Bewegungsabläufe, wo man dann versuchen soll, durch Automatismen in einer Zeit wie jetzt, im Winter zum Beispiel, ja, gut in Fahrt zu kommen für die Saison. Dieser Kurs kam sehr, sehr gut an, und ich möchte mich bei allen bedanken, die diesen Kurs gekauft haben, und ich freue mich auch immer über Feedback von all jenen, die das gemacht haben, damit ich weiß, wie es ankommt, und dass ich vielleicht auch neue Ideen bekomme. Ja, und für 2021 habe ich mehr von diesen Kursen geplant. Die sind übrigens bereits gedreht und die werden da jetzt dann im Frühjahr und im Laufe des Jahres veröffentlicht. Und wenn du nicht versäumen möchtest, wenn diese Videos veröffentlicht werden und auch andere Termine, wichtige Termine von mir nicht versäumen möchtest und andere Sachen, dann würde ich dir empfehlen, dass du meinen Newsletter abonnierst. Unten in der Beschreibung werde ich den Link hinzufügen. Ja, und auch technisch habe ich jetzt ganz, ganz toll aufgerüstet. Das muss ich auch noch ganz kurz erzählen. Ich habe jetzt eine Profikamera gekauft, mit der man in einer sehr, sehr guten Qualität filmen kann. Und ich freue mich schon auf die ersten Videos damit. Ich werde mich dann die nächsten Tage damit spielen und hoffentlich demnächst die ersten Videos in 4K mit dieser tollen Kamera schießen und damit hoffentlich meine Qualität meiner Videos noch auf ein neues Niveau steigern. Apropos neues Niveau, mein Online-Team und ich haben uns die letzten Tage sehr, sehr viel Gedanken gemacht über neue Formate, die wir hier auf YouTube machen können. Du kennst es ja, ich erkläre ja sehr viel, aber ich möchte auch andere Sachen probieren, zum Beispiel am Golfplatz gehen, mehr am Golfplatz machen, Course-Management, vielleicht auch mal gute Spieler interviewen, mit guten Spielern golfen gehen. Also wir haben da sehr, sehr viele Ideen, aber mich würde interessieren, vielleicht kannst du mal kurz unten kommentieren, was dir am Herzen liegen würde, was du ganz gern sehen möchtest, oder kommentiere auch ruhig rein, welche Videos dir gut gefallen haben heuer, von welchen du vielleicht noch mehr sehen möchtest. Ich freue mich über jedes Feedback, auch mein Team freut sich natürlich über jedes Feedback, weil wir natürlich dann umso besser auf eure Wünsche und Bedürfnisse eingehen können, und jeder Kommentar ist wertvoll. Danke im Voraus. Dann habe ich auch heuer im Golfclub Linz selber einige Workshops geplant. Es wird da wirklich einiges geben, weil ich habe da sehr, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen. Im Vorjahr hatte sehr, sehr viel gut besuchte Kurse, und es kommen ja immer mehr Leute auch aus Deutschland und der Schweiz aus mir, und ich freue mich sehr darüber, gerade die deutschen und Schweizer Gäste begrüßen zu dürfen bei mir. Und da ist oft die Frage gewesen, kann man nicht so einen Intensivkurs machen oder mehrere Kurse hintereinander machen zu einem gewissen Thema oder Putten und Chippen verbinden. Also ich werde sicherlich jetzt im kommenden Jahr 2021 Intensivkurse anbieten, und wie gesagt, auf meinem Newsletter erfährst du als erster davon. Es freut mich übrigens auch sehr, dass ich vor ein paar Tagen eine Aufzeichnung machen durfte mit einem der größten deutschen Golf-Podcasts, nämlich Tee Time. Der Podcast von Ex-Tourspieler Florian Fritsch und Jens Zelensky, und auch Bernd Ritthammer als aktiver Tourspieler ist auch immer wieder dabei. Ich war als Gast dabei und habe gesprochen über das Golf der Zukunft, über den Golfunterricht der Zukunft, und ja, glaube ich, sehr, sehr interessant geworden. Wird am 1. Jänner, wenn ich jetzt hier nicht falsch liege, ausgestrahlt beim Tee Time Podcast. Unten in der Beschreibung findest du auch den Link dazu.
Ich wünsche dir ein wunderschönes, gesundes neues Jahr. Viel Erfolg beim Golf. Und hier gesagt, hier oben findest du noch einmal die Playlist Best of Bausig 2020. Danke, dass du heuer dabei warst und bis zum nächsten Jahr hier auf Christoph Bausig. Tschüss.